Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Medieval Dynasty. Wir sind im Dorf und haben ein bisschen was zu tun. Es regnet wie aus Strömen. Der April macht anscheinend mal wieder, was er will. So deute ich das mal. Und ich habe noch mal ein bisschen überlegt, was könnte man denn so angehen in den nächsten Teilen, in den nächsten, in den nächsten Teilen. Und ich werde auf jeden Fall die Häuser noch weiter verbessern. Wir werden Tonbewurf forschen oder erforschen, gucken, wie wir das herstellen können. Und Häuser verbessern, Holzschuppen aufwerten. Wir wollen einen Hühnerstall bauen und vielleicht damit schon ein bisschen Dung herstellen. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob das funktioniert, aber zumindest mal kriegen wir Eier. Das wäre schon mal ein ganz guter Punkt. Wir müssen ich würde ganz gerne die Materiallage aufwerten. Das wäre auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, zumindest die wir haben. Da haben wir jetzt zumindest das hier. Und da werde ich mir dann vorher das, was ich brauche, rausnehmen und gucken, wie das dann funktioniert. Aber das mache ich, glaube ich, erst danach. Nach den 1000 Holzeinheiten, die ich da nach Tutki bringen muss. Was haben wir noch? Und dann eben noch sämtliche Gebäude mit Lehmbewurf verbessern. Und das ist so die nächsten Schritte, denke ich mal. Und natürlich wollen wir auch irgendwann weitere Tiere in unser Dorf holen, damit wir mehr Dünger haben für unser Feld, damit wir auch regelmäßig anbauen können und regelmäßigen Nahrungszuwachs haben, regelmäßigen Flachszuwachs, damit wir Kleidung herstellen können. Das wäre so die nächsten Schritte. Starten möchte ich mit dem Aufbessern der Gebäude. Wir haben hier ja schon mal ein kleines Problemchen. Verputzen, Reparatur, das ist auf jeden Fall etwas, was wir tun müssen. Und da ist jetzt hier nur die kleine Ecke, die fehleranfällig ist. So. Das wird jetzt halt in nächster Zeit mehr und mehr auf uns zukommen, es sei denn, wir machen werden das mit Lehmbewurf alles oder Tonbewurf alles verbessern, dann dauert das ein bisschen länger, bis das hier den Geist aufgibt. Sagen wir es mal so. Okay. Wir werden jetzt also einmal losziehen. Ich würde noch mal ganz gerne ins Materiallager gucken, was wir so alles haben. 4 Bretter, das ist gar nicht mal so viel. Und Holzstämme 164, Kalkstein 66. Wir könnten jetzt also wieder ein Haus aufwerten. Das ist gut. Wir haben 91 Steine. 8 Stöcke. Und mehr als genug Zwiebelsamen. Die könnten wir tatsächlich mal verkaufen. Ich glaube, das wäre eine gute Menge. Na, dass man irgendwie so 50 Zwiebelsamen dann behält. Und könnte noch mal gerade kurz ins Nahrungslager gucken. Wenn jetzt da schon Sachen abgebaut. 351 Zwiebeln. Also es geht schon los. Es wird schon was hergestellt. Dementsprechend nochmal gerade den Blick zurück ins Materiallager, ob da auch schon Flachs jetzt wieder reingekommen ist. Flachshalm, aber noch kein Flachs. Leinsamen 265. Das ist echt, oh wow, und bringt 10. Also da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen Kohle mit verdienen. Und 5 Karottensamen haben wir jetzt wieder rausgeholt. Also auch da werden wir demnächst ein bisschen was verdienen können. Sehr gut. Alles klar. Dann machen wir uns auf den Weg. Wir werden Häuser aufwerten. Und dafür werden wir einmal hier hinreisen und hier hinreisen. Ich glaube, das hier ist jetzt alles soweit safe. Bis auf die Materiallager. Die werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt aufwerten. So. Ich guck mal, habe ich genug Nahrung jetzt bei eigentlich? Obwohl, so lange dürfte es eigentlich nicht dauern. 16 Stroh haben wir bei. 25 Stöcke. Könnte ein bisschen was loswerden. Obwohl, das kann ich auch hinten, das ist ja ein Material, kann ich auch noch loswerden da in der Ecke. Okay,
machen wir uns auf den Weg. Und können auch gleichzeitig mal gucken, was das Holzlager denn so kann. Vielleicht können wir das ja hier sogar schon aufwerten, weil das stört ja im Moment nicht, wenn das nicht funktioniert. Gebäude, Gewinnung. Was brauchen wir denn dafür? Sechs Bretter. Kann ich das trotzdem benutzen? Ich kann das trotzdem benutzen. Das ist ja cool. Sechs Bretter, ein Holzstamm. Und das ist auch nur Holzstämme. Aber das geht doch, oder? Ich glaube, das machen wir schnell. 6, 12 sind also 6 Baumstämme. 7 Baumstämme brauche ich dafür. Moment. 6, 12, 6 Baumstämme. 7, 8, 9. So, 9. 9 brauche ich. Ja. Wenn euch gefällt, was ich tue, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Und abonnieren nicht vergessen. Dann bekommt ihr mit, wenn ich ein neues Video hochlade, wenn ihr die Glocke betätigt. Das ist Grundvoraussetzung. So, dann einmal den Holzstamm. 9 an der Zahl brauche ich. Sieben davon werden dann. 6 davon werden dann verarbeitet. Ach was, das ist 1. Okay. Also 6 Bretter. Probieren wir es mal. Perfekt. Okay. Ja. Bin ich mal gespannt. Also ich werde mal gucken, was da der Unterschied ist. Das könnte ich jetzt gleich mal gucken. Also wenn ich jetzt nur 9 von den Dingern brauche, dann nehme ich die mit. Noch nicht mal. 3, 4, 5 brauche ich nur. Wie viel habe ich jetzt noch bei? 4. Also nehme ich noch einen mit und dann gehen wir das Holzlager aufwerten. Und dann bin ich gespannt, wie so der Unterschied ist. Ob es Unterschiede in der Produktivität gibt, ob dann einfach mehr Holz produziert wird, was wir brauchen könnten. Ja, das Wetter lädt echt nicht ein, um draußen rumzulaufen. Ich finde, dass sie es sehr gut hinbekommen haben, die Atmosphäre so wirken zu lassen, dass man wirklich keinen Bock hat, hier rumzugehen. Finde ich wirklich sehr gut gemacht. Also ich würde mich jetzt am liebsten, würde ich mich ins Haus verkriechen und sagen, komm, lass mal. Dürften jetzt auch eigentlich gleich schon da sein. Okay. So, du hast gerade richtig Bock zu arbeiten, aber ich muss dich enttäuschen, ich muss erstmal da dran. Dann brauche ich 3 Bretter.
Dann kriegst du nämlich richtig Hightech. Kriegst du ja richtig, wirklich ordentlich was Cooles hingestellt. Ich beneide dich darum, wirklich. Ach scheiße, ich wollte doch mal gucken, ob das, wie das hier so ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob man das jetzt vergleichen kann, aber wir können ja einfach mal die Level 1 und die Level 2 vergleichen. So, du bist Gnirat. Gnirat, du bist der Glückspilz des Tages, du kriegst ein neues Arbeitsgebäude und sogar ein neues Wohngebäude. Ist das nicht toll? So, dann gucken wir jetzt gerade mal. Verwaltung, Häuser, Gewinnung, Holzschuppen 2. Kein Arbeiter. Und was hast du hier für eine Fehlermeldung? Produktion hier eingestellt. Achso. Okay. Nirat. Gewinnung. So. Jetzt wollte ich nochmal in die Verwaltung gucken, wie das da jetzt aussieht. Wir haben ja einen Level 1 Holzschuppen oder zwei sogar. Nehmen wir mal den hier. Da wird 32. Das heißt, wenn ich das auf 100% stelle, dann wären es jetzt für mich logischerweise 64, 65 insgesamt. Und hier können schon mal zwei Leute arbeiten. Müssen wir mal 5 rechnen, ne? Ja, schade. Das muss ich bei der anderen, muss ich mir das auf jeden Fall mal notieren und mal gucken, ob ich das irgendwie rausfinde, ob die Level 2 mehr Produktivität verspricht als Level 1. Also es wäre ja schon schön, aber alleine dadurch, dass ich jetzt hier einen zweiten Holzfäller einstellen kann, wird das schon eine runde Nummer. Im Hinblick auf die Produktivität. So, ich brauche einen Stein. Und wenn ich ehrlich bin, brauche ich ganz viele Steine. Und man sieht sie jetzt leider nicht mehr ganz so gut. Das ist jetzt das Problem am Frühling. So. Ich versuche das jetzt mal ohne die Steinzufuhr oder ohne das Steinreservoir im Materiallager anzufassen. Wie viel haben wir jetzt? Wie viele Steine? 13. Ja. Schon mal ein Drittel fast zusammen. Neues Level in Überleben. Sehr gut. Und bald haben wir die Hälfte. Jetzt bin ich ein bisschen überladen. Allzu weit darf ich jetzt nicht mehr weg sein, denn sonst dauert es lange, bis ich wieder zurück bin. Bin ich denn jetzt hier? Schon noch auf dem richtigen Weg, aber hier ist noch ein kleines Steinvorkommen.
41. Ach, da ist es ja. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin, auch ohne unsere Steine im Lager. Ich würde jetzt aber mal ganz gerne die Steine hier wegschmeißen. Und dann wird abgerissen. Dach machen wir in einer separaten Nummer, weil wir das eben, weil wir da noch ein bisschen was anderes brauchen. Oh, jetzt bin ich wirklich richtig überladen. Nein. Mist. Wir arbeiten Wand. Sehr gut. Jetzt mache ich sie alle. Das System funktioniert nicht. Beim letzten Mal festgestellt. Boah, jetzt mache ich sie alles. So, wir brauchen noch 3. 11. 17, 21 müssen es noch sein. 21 Steine. Finden wir die hier irgendwo? Das wäre herzallerliebst. Weil hier sieht es jetzt gerade nicht danach aus. Ah doch. Komm, sag was. Muss ein bisschen aufpassen. Der Wald lädt dazu ein, von wilden Tieren angegriffen zu werden. 8 Steine. Das sieht doch gut aus. Dann werden wir noch den Rest jetzt wohl auch noch zusammenkriegen. Oder vielleicht doch nicht. Ich glaube, hier waren wir schon. Können wir höchstens mal in die andere Richtung gehen. Ah, trotzdem finden wir hier noch was. Das ist doch gut. 18. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's.
Okay. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. 7 Hölzer. Ja, ich glaube, da werde ich hier leider den Wald ein bisschen unproduktiver machen müssen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, der ist immer noch produktiv genug mit den ganzen Ahornbäumen. Und es wächst ja auch irgendwann wieder nach. Das ist ja immer noch kein Problem. Ich glaube, das war knapp. So, 12 Hölzer. Jetzt gucken wir erstmal. Na, hier, der streikt da schon. Wenn du wüsstest, was ich dir hier baue. So. Das sieht doch schon mal besser aus. Okay. Dann wird es mal wieder abgerissen. Wieder montiert. Na, nee, erstmal wieder ändern. Zack, zack. So. Machen wir hier vorne mal weiter. Oder ist vielleicht schon wieder. Ah, es ist schon wieder soweit. Okay, 24 haben wir. Das ist gut. Mal eine Seite fertig machen. Naja, zu schade, wenn der Gute nicht da übernachten könnte. Mal kaputt. So, Axt hält Gott sei Dank noch ein bisschen. Na komm, mach mal hier mal eine Birke. Zur Abwechslung. Ja, auch auf meinem Zettel habe ich irgendwann mal etwas fortschrittlichere Werkzeuge. So, einmal bitte ein Hammer. Kann ich den hier dann nehmen? Nee, kann ich scheinbar nicht. So. Ja, komm, dann haben wir jetzt. Ja, knapp. Da kann man noch mal einen mit dazu nehmen. So, das sind noch mal 7.
Ach, da hinten wollte ich ja weitermachen. So, 12. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 10. Okay, einen noch. Ja, nehmen wir mal hier so eine Wirkel. Also über abwechslungsloses Gameplay braucht ihr euch nicht zu beschweren. Wir machen hier mal Birke und dann machen wir mal Ahorn. Gut, könnte eine Fichte sein. Gelobe Besserung. So, dann nochmal die. Ich hätte nur 5 machen müssen. Egal, wir haben gerade eh Brettermangel. Kein Problem. Dann einmal bitte, wo bist du denn? Gnirat. Du, oh, minus 27. Ja, und da gehst du rein. So, und jetzt werd glücklich, bitte. Dann können wir jetzt für heute erstmal Feierabend machen. Ich habe Durst, sehe ich gerade. Das heißt, trinken wäre meine Maßnahme. So. Und danach machen wir den Jäger. Da muss ich auf jeden Fall noch mal die im Auge behalten im Nahrungsmittellager, denn ich weiß nicht, ab wann wir da wieder Minus machen. Obwohl wir eigentlich jetzt schon so viel, also unsere Nahrungsvielfalt hat ja eigentlich schon zugenommen. Und durch das Ganze, durch die Zwiebeln, durch die Pilze, die gesammelt wurden, also das ist ja eigentlich schon, da sind wir ja eigentlich schon auf einem guten Weg. So, dann gehen wir jetzt einmal schlafen. So. Und dann dürfte es auch eigentlich gar nicht mehr so lange dauern, bis unser Nachfolger groß genug ist und unsere Angebetete wieder anfangen kann zu arbeiten. Und das ist jetzt auch das, was ich langsam bei den anderen erreichen möchte. Ich weiß nicht, inwiefern das funktioniert. Wahrscheinlich müssten wir da die Leute wieder ein bisschen im Alter näher zusammenbringen. Guck mal gerade, wie es hier aussieht. Mehr HP, mehr Gesundheit. Muss mal gerade gucken, wo das denn war mit dem. Was haben wir hier? Innere Bewegung beim Streichen. Hier, das müssen wir auf jeden Fall noch einmal updaten. Was haben wir denn jetzt hier? Überleben. 20% mehr Gesundheit, kann nicht schaden. Oder plus 10. Okay, wie sieht's hier aus? Bretter haben wir 8. Geht also nach oben. Wir haben 78 Kalkstein. Sehr schön. 105 Steine.
Prima. Wir haben ganz viel gebratenes Fleisch. Knapp 500 Zwiebeln. Und ich hätte echt gerne irgendwann nochmal Fleisch mit Soße. Also jetzt müsste es ja eigentlich möglich sein. Aber ich habe, glaube ich, die Produktion falsch eingestellt. Das könnte sein. Hier, ne? Und da könnten wir ja vielleicht mal. Ja, ich würde eigentlich schon ganz gerne das jetzt hier mal auf Null setzen. Und dafür Fleisch mit Soße. Auf 100% bringen. So. Und dann müssten wir hier einmal sagen, dass wir es vielleicht aufteilen. Einmal auf 50, 50. So. Was sagt denn mein Geldbeutel? Ich glaube, der ist nicht ganz so. Oh, 1400 haben wir schon wieder. Das ist doch gut. Dann könnten wir allmählich ja nochmal weiterziehen. Ne? Federn lasse ich mal hier. Bretter lasse ich auch hier. 26 Kilo habe ich dabei. Ah, und 100, knapp 130, 140 Stöcke, das kann natürlich nichts geben. Okay. Ich wollte mal gerade eine andere Sache gucken, nämlich hier bei den Steinwerkzeugen. Ob hier irgendwas ist, Steinhacke. Naja, das wäre natürlich was, ne? Statt der Holzhacke. Aber sonst ist hier auch nicht wirklich was dabei. Steinspeer, Leingarn. Okay. Ja, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis wir da weitermachen können. Wir können höchstens bei der Esse nochmal gucken, ob wir da irgendwie ein paar Barren herstellen, um dann vielleicht so die nächste Level von Werkzeugen zu bekommen. Das würde vielleicht Sinn ergeben, wenn wir dann irgendwann nochmal auf die andere Seite gehen und selbst einfach ein paar Erze abbauen. Aber das machen wir irgendwann später. Jetzt nochmal ein bisschen Fleisch mitnehmen. Beziehungsweise essen. Dann können wir vielleicht einen Schmied dafür abstellen, nochmal schon mal ein paar höherwertigere Werkzeuge herzustellen. So, ich hätte gerne gebratenes Fleisch. Und das essen wir auch direkt mal. Ah, das passt schon. Das passt schon. Das könnte ein bisschen eng werden. Dann ziehen wir direkt los und ja, schau mal, dass wir das alles geupdatet kriegen. Wo geht's hin? Eigentlich geht's hier hin. Das haben wir. Das haben wir, das haben wir. Das haben wir auch direkt schon von Anfang an so aufgebaut. Dann würde ich sagen, gehen wir hier hin. Den Pfeil habe ich, oder den Bogen habe ich bei, das ist gut.
mal eigentlich ein paar Steine mitnehmen. Wenn mir welche begegnen. Da sind wir auch schon fast. So. Oh, die ist jetzt auch schon beschädigt. Müssen wir auf jeden Fall reparieren oder vielleicht sogar updaten. Du kannst auf jeden Fall weg. Wow, die kommen sogar alle runter. Ich bin total begeistert. Normalerweise liegt. Also, es ist eigentlich nicht Medieval Dynasty, wenn mir nicht so mal ein Holzstamm hier aufs Dach landet. Ich bin jetzt schon mal überladen. Wen haben wir denn jetzt gerade dabei? 27. Tja, besser als nichts, würde ich sagen. Dann machen wir das jetzt wie folgt. Ich werde... Oh ja, hier muss ich auf jeden Fall auch... Das muss besser werden hier. Einfach mal die Stöcke hier rein. Immer noch die Zwiebeln dabei, warum auch immer. So. Holzstamm 4 Stück. Das ist okay. Aber das packen wir jetzt mal auf Seite. Okay, dann wird erstmal, ja, würde ich sagen, fangen wir hier mal an. Das kriegen wir heute alles durch. Oh, ich muss auf jeden Fall jetzt hier was. Oder ich könnte vielleicht das schon mal ändern. So. Flechtwand aus. So. Sah gerade nicht sach nach Flechtwand aus. Ist mir auch gerade eben erst aufgefallen. So, dann gehen wir noch mal weiter auf die Suche nach Bein.
sieht doch gut aus. Steine. Also wir nähern uns, glaube ich, dem Ziel. Der Zielmarke. Gucken wir mal. Ach Quatsch. So, ich glaube, hier muss ich auch noch machen. Wieder wegnehmen. Das ist dann soweit fertig demontiert. Dann brauchen wir jetzt nur noch den Hammer selbst. Okay. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich noch? Wie viele Steine? Das sind 8, 13, 17 müssten es sein. 17 Steine. Mal wieder findet man noch irgendwo mal Steine. Wieder welche. Also es geht eigentlich. Ne? Also man, wie gesagt, man muss ein bisschen suchen, aber es kommen eigentlich genug Steine vor, um so ein Ding mal eben schnell selbst aufzubauen, ohne sich jetzt am Lager zu bedienen. So. Hier noch. Da kommt immer einer als Puffer mit. Dann gucken wir mal, ob das reicht. Was war das denn? Ein Elch oder sowas. Okay, dann bin ich auch schon schmutzig. Dann sind wir jetzt eigentlich nur noch bei Holzstämmen und Brettern logischerweise. 1, 2 brauche ich noch für die Fassade und dann noch 4. Noch 4. Also 7. Klingt für mich nach einem Ahorn und einer Fichte. Heute. Nicht mit mir. Dann sind das jetzt auch hier nur noch 3, 48 Bretter.
Ja, die gehe ich jetzt nochmal eben schnell holen. Wie weit ist das von hier aus? Es dürfte eigentlich nicht weit sein. Ich ziehe jetzt einfach mal hier. Nee, jetzt brauche ich noch eine Axt. Und so kommt man von Wölzchen auf Stöckchen. Kann ich denn noch eine herstellen? Mir fehlt ein Stein. Den werde ich ja wohl hier irgendwo finden. Da, da bist du doch. Axt. Dass ich von so einem Holzstamm geschlagen werde. Klingt auch lustig. Oh. Dicker, fetter Ahorn. Bisschen weiter vor. Und da muss ich hin. Oh nein. Ach komm, das ist doch. Ja, gut. Ja, schön falsche Richtung gelaufen. Ja, super. Wie viele Bretter haben wir denn? 36. Wie viel trage ich jetzt, so viel es geht? Na gut. Machen wir es einfach so rum. Und da muss ich den Rest halt eben... Es geht eigentlich, ne? Das ist eigentlich ein ganz schönes Dreieck hier. Also es ist eigentlich fast genauso weit wie zum Holzfäller. Aber wir müssen halt gleich nochmal rüber. Einfach, ach, guck mal. Einfach, weil wir, keine Bretter mehr haben. Zwei Fichten noch umlegen, dann haben wir es. Und dann gehen wir jetzt aber mal in die Richtung. So. Und dann haben wir ja doch so ja, einigermaßen pünktlich die Folge beendet, denn danach werde ich einen Cut machen und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit dem Aufrüsten der Jagdhütte. So, nee, das ist falsch.
falsch. Kollege, du musst jetzt mal wieder weg da. Ich weiß. So, neues Spielzeug, das will man nicht aus der Hand geben, ne, mit dem schicken Ding hier, aber jetzt musst du leider mal. Aber dann haben wir jetzt eigentlich, also ich müsste mich irren, aber ich glaube, dann haben wir jetzt keine, ja, ich sag mal so Holzhäuser. Ich meine, wir müssten jetzt alles auf Stein aufgerüstet haben. Und die nächste Hürde wäre dann, dass wir noch die ganzen Häuser verputzen. Aber das werden wir dann mit der Zeit machen. Okay, also. Ein weiteres Haus ist fertig geworden und da kommt jetzt natürlich hier minus 31 von Umi, ist aber jetzt richtig aggro. Minus 31. So, jetzt kannst du wieder glücklich werden. Gut, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen, wie lange das dauert. Und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.